folgendes Problem. Da und da soll jeweils ein beleuchteter Schalter rein. Und wenn man das Außenlicht auf dem Balkon vom Schlafzimmer einschaltet, soll die Kontrollleuchte im Kinderzimmer auch leuchten. Wie geht es? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Berufswut. Ich bin der Helmut. Heute machen wir wieder ein Elektro-Video. Vorab möchte ich aber gleich auflösen, mein E-Herd-Problem, das ich in einem von den letzten Videos gehabt habe. In diesem Fall war rot, der sogenannte PEN, also der PE und der Neutralleiter miteinander, und die anderen drei waren Pfasner. Selbstverständlich haben wir das einfach ausgemessen. Narrisch viele von euch haben das richtig geschätzt, eingeschätzt, die Situation. Mir ist aber um das eigentlich gar nicht gegangen, dass ich das nicht wirklich wissen darf, sondern gegangen ist mir darum, in diesem Video habe ich keinen Kommentar gekriegt, was die Farbfolge, die Adamfarbe und so weiter bedeutet. Und was da Vorschrift ist und sonst was. Das sagt mir wieder, ja, das sagt mir nicht. Wie eingangs schon erwähnt, in vielen Häusern, Wohnhäusern, Neubauten, auch in verschiedenen Konstellationen, wird das immer wieder gefragt. Man hat zum Beispiel zwischen Küche und Wohnzimmer oder Küche und Esszimmer hat man zwei Balkontüren, einen Balkon oder eine Terrasse, außen eine Außenleuchte. Mit einer Wechselschaltleitung wird die betrieben. Wenn es dann heißt, ja, kann man da nicht Außenlicht, möchte man gerne einen Kontrollschalter innen haben, dann heißt es vom Elektriker meistens, nein, das geht nicht, weil die normale Wechselschaltleitung das wirklich nicht kann. Es gibt eine spezielle Schaltung, jetzt muss ich aufpassen wegen der Vorschrift. Es ist, im Prinzip ist es eine Sparwechselschaltung. Ich glaube, man kann es in dem Fall kann man es nennen, Kontrollwechselschaltleitung, aber es hat trotzdem, es ist und bleibt eine Sparwechselschaltung. Die Sparwechselschaltung ist nach wie vor erlaubt, die war nie verboten. Also das, es hat eine spezielle Version gegeben, die, glaube ich, hat sich Hamburger Schaltung geschimpft. Diese Hamburger Schaltung oder alle diese Schaltungsarten, bei der der Neutralleiter geschalten wird, sind verboten und die waren immer schon verboten. Also da hat sich nicht irgendwas geändert in der Zwischenzeit oder irgendwas. Diese Schaltung ist aber eine ganz normale Schaltung, basiert auf dem Prinzip der Sparwechselschaltung. Da gehen jetzt dann gleich drauf ein. Die hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel ist das die einzige Möglichkeit, das besagte Problem mit der Kontrollfunktion, Kontrollleuchte innen. Das nächste ist, man kann bei der Kontrollwechselschaltleitung in beiden Seiten eine Lampe ausziehen. Und man kann auf beiden Seiten, in der Aufputzversion zum Beispiel, an beiden Seiten eine Steckdose dazu installieren. Das geht unter Umständen bei der normalen Wechselschaltleitung, die herkömmliche Wechselschaltleitung, geht das nicht. Ich habe das jetzt heute ein wenig einfach gewählt. Schalter, Steckdose, Schalter, Steckdose. Zu dem Thema sage ich anschließend noch was. In dieser Dose, das ist die erste Dose, haben wir einmal die Zuleitung. Dreiadrige Zuleitung, 3x5, das ist die, ich markiere den immer, ich biege den immer um, das ist die Lampenleitung, die führt dann zu der Glühbirne. Das soll dann eigentlich die Außenleuchte darstellen. Und dann haben wir eine fünfadrige Leitung ins Kinderzimmer, sage ich jetzt einmal. Was brauchen wir jetzt da? Also erst brauchen wir nochmal in der Steckdose unten die drei Drähte, ziehen wir gleich weg. Muss ich auch schon wieder sagen, Hohlwandinstallation ist das gleiche wie die mit den schwarzen Dosen, die Unterputzdosen bevor, weil das hat jetzt bestimmt schon wieder irgendein Gescheithaufer gesehen. Zwischen zwei Hohlwanddosen, da kann man so ausbrechen, muss so ein Durchführungstunnel eingesteckt werden. Den habe ich da nicht drin, weil ich das Zeug 150 Mal aus- und einbaue. Und das jetzt mal ein sicheres Gefrimmel ist. Draußen auf der Baustelle wird das natürlich erledigt. Also unbedingt, wenn es das daheim macht, unbedingt die Tunnels einbauen. Des Weiteren, bevor man jetzt dann loslegt, ich habe das Ganze natürlich nicht im Betrieb, bevor man loslegt, denkt euch einmal die 5 Sicherheitsregeln ein. Und da muss ich noch dazu sagen, die ganze Geschichte ist natürlich kein Spaß. Wer da keine Ahnung davon hat, lasst sich das vor dem Elektriker machen. Im Normalfall soll sich eine Arbeit davon sowieso nur vom geschulten Fachpersonal ausgeführt werden. Mir geht es darum, sollte bei einem Test der Fall sein, dass der Elektriker sagt, nein, die Schaltung geht nicht oder das gibt es nicht, dann könnt ihr sagen, doch, das geht. Da ist der Helmut vom Kanal Berufswut, der hat das gemacht, der hat das gebaut. Das ist kein Lehrvideo, ich möchte euch nur zeigen, dass diese Art von Schaltung gibt. Jetzt machen wir zuerst wieder nur die erste Dose.
wie wir es bei mir schon so schön gelernt haben, machen wir immer zuerst die grün-gelbe Ader, bei mir zumindest. Die mag ich als erstes erledigt haben. Bei mir auch schon bekannt die drei Finger breit. Abisolieren. Bis zum Beispiel dementsprechend abisoliert so ein Kaffer. Und die Kreiergelben alle untereinander verklemmen und das dann ganz hinten ein. Das nächste machen wir ein Neutralleiter, also einmal den Neutralleiter von der Zuleitung, einmal den Neutralleiter von der Lampenleitung, einmal den Neutralleiter von der Wechselschaltleitung und dann einmal den Neutralleiter von der Steckdose. Auch wieder abisolieren. Alle blauen Adern, also alle Neutralleiter, auf dieselbe Klemme. Und zum Schluss sauber in der Dose verstauen. Dann machen wir als nächstes die Außenleiter. Da haben wir den von der Zuleitung, den, der runtergebrückt ist zur Steckdose, plus den Außenleiter, der zur anderen Schaltersteckdosenkombination führt. Natürlich müssen wir in dem Fall diese drei verbinden. Und einen separat für den Schalter. Das Ganze wieder nach hinten. Jetzt kann man eigentlich unten die Steckdose schon einbauen und das mache ich auch jetzt kurz. Bei Hohlwanddosen, also grundsätzlich eigentlich immer, wir montieren alle Betriebsmittelschalter und Steckdosen mit den, Dosenbefestigungsschrauben. Nicht mit den Spreizklemmen, das machen wir nicht. In diesem Fall kann ich jetzt auch gleich erwähnen, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der Firma Elektrowandelt entstanden. Die haben mir das nötige Material für dieses Video zur Verfügung gestellt. Mit lautem Säufern und Geschachteln habe ich natürlich vergessen, die blaue Ader, die Neutralleiter, die wir zusammengegeben haben, muss natürlich auch eine Ader rausgeführt werden für den Anschluss am Kontrollwechselschalter, für die Glimmleuchte, die da drin ist. Die braucht einen Außenleiter und natürlich auch einen Neutralleiter. Jetzt habe ich das nochmal rausgezogen, die blaue Klemme. Habe ich ja Gott sei Dank sowieso eine 5-polige verwendet und da steckt jetzt noch schnell die blaue Ader wieder rein. So schaut der Kontrollausschalter jetzt aus. Der hat da die Kennzeichnung L und N und drunter die zwei Pfeile nach unten, das sind die Anschlüsse für die korrespondierenden. In der Funktion des Glimmlamperl könnte man
Jetzt ist, da sieht man die Pfeile, glaube ich, jetzt ist so einbaut das Glimmlampel, dass einmal auf den Pol geht und einmal auf den Neutralleiter. Wenn man das Lämpchen drehen würde, dass die Polung da hergeht, dann war es einmal der Außenleiter und einmal der Neutralleiter, dann war es Dauerlicht. Diese Dauerlichtfunktion hat man in Treppenhäusern oft das mal, um das zu beleuchten einfach nur. Bei der herkömmlichen Wechselschaltleitung führt der Außenleiter im Wechselschalter auf die Klemme L an einem Wechselschalter und auf dem zweiten Wechselschalter wird auf die Klemme L die Lampenader gesteckt. Das ist bei der Kontrollwechselschaltleitung anders. Neutralleiter, die blaue Ader, das ist klar, den können wir stecken. Und wir brauchen jetzt eine Verbindungsader, eigentlich einen korrespondierenden, der von Schalter 1 Klemme L zu Schalter 2 Klemme L direkt durchverbunden wird. Da dies aber nicht der Außenleiter vom Netz ist, verwende ich für diesen Anschluss die schwarze Farbe. Braun habe ich ja da als Zuleitung und ich verwende jetzt da, weil da wird der braune nicht reingesteckt, ich verwende jetzt da die schwarze Farbe. Übrigens beim Schalteranschluss mache ich die Drähte 4 Finger breit. Ein Neutralleiter kann ich auch gleich vorbereiten. So, das heißt, den schwarzen stecken wir auf Klemme L und daneben einen Neutralleiter. Jetzt haben wir noch über die Phase, also einen Außenleiter, einen Lampendraht und nochmal eine korrespondierende Ader zum zweiten Schalter. Der Rest ist jetzt eigentlich nicht schwer. Uns bleibt jetzt an dem Schalter die beiden Ausgänge mit dem Pfeil nach unten. Das wären in der ursprünglichen Schaltung die korrespondierenden. Da legen wir jetzt auf einen dieser korrespondierenden die Dauerphase und auf den zweiten die graue Ader zusammen mit dem Lampendraht. Wichtig ist jetzt, dass man die Dauerphase, den Außenleiter, nicht an der Stelle einstecken, wo die Anschlussstecklemme von dem Glimmlämpchen drin ist. Das ist markiert, sondern auf der anderen Seite. Sonst würde die Lampe auch dauernd brennen, dauernd leuchten. Brennt ja nicht, die leuchtet. Wenn jetzt die beiden Adern miteinander einkommen, tue ich sie gerne bei einmal so rundum dran. Richtig einmal. So, das geht jetzt an. Wie ich schon gesagt habe, der Lampendraht und die graue Ader unter dem Neutralleiteranschluss und die Dauerphase, den Außenleiter unter der schwarzen Ader. Das lassen wir jetzt einmal so, einstweilen, zum Testen. Und jetzt bauen wir die zweite Seite ein. Da haben wir jetzt nur die fünfadrige Leitung vom ersten Wechselschalter. Im Schalter selber brauchen wir blau und grün-gelb nicht. Die brauchen wir nur in der Steckdose. Also da haben wir die gleich einmal ohne Verklemmen einfach direkt runterführen. Haben wir schon wieder ein Vermögen an Klemmen gespart. Es fehlt in der Steckdose aber trotzdem noch die Dauerphase. Die da mal mit dem Draht einfach wieder einführen. Da machen wir es dann auch so, da haben wir die Steckdosen wieder montieren. Übrigens, wer wissen möchte, wie man sowas mit der Aufpuls-Variante installiert, du weißt, Zeit, dass du jetzt meinen Kanal abonnierst. Demnächst kommt nämlich das Video und dann versammst du es nicht.
Mein Lehrbuch, wenn es gemacht hätte, oh, Entschuldigung, mein Auszubildender, wenn es gemacht hätte, da hätte es wieder gestaubt. Natürlich war das so Schwachsinn, die blaue Ader auf die Stickdosenmamas um nicht braucht. Freilich braucht man die blaue Ader um für die Kontrollfunktion. Also habe ich die blaue Ader wieder raufgeholt. Da machen wir eine Brücke rein. Und für den Schalter ein dritter Draht. Und dann setzen wir da die beliebte Vakuumklemme. Und schon schaut es besser aus. Und unten wieder den blauen anschließen. Wie wir davor schon gelernt haben, haben wir hier oben einen Neutralleiter und die L-Klemme. Haben wir vorhin gesagt, in die L-Klemme machen wir die schwarze Ader und die blaue Ader für den Neutralleiter. Was dann überbleibt, ist wieder die graue Ader, die braune Ader von der Wechselschaltleitung und die Phase der Außenleiter zur Steckdose rum. So schaut es bis jetzt aus. Die schwarze Ader in die Klemme L, die blaue Ader der Neutralleiter in die Klemme N. Und das graue da ist das Glimmlamperl. Da sieht man wunderbar da die Polung, sieht man das im Video ja. Das heißt, diese Glimmlampe sitzt zwischen N und diesem Pfeil. Das heißt, wir haben unter dem Neutralleiter in den korrespondenten Ausgang, korrespondierenden Ausgang, die graue Ader. Und unter dem schwarzen mit L die beiden braunen, weil das sind ja beides Außenleiter. Braunen Adern unter der Klemme L. Ich habe jetzt eingesichert. Hab mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Steckdosen schon überprüft und gemessen. Passt alles wunderbar. Sämtliche Richtlinien und Vorschriften wurden eingehalten. Und jetzt werden wir den Schmarrn nochmal testen. Also nochmal zur bildlichen Darstellung. Diese Schalter-Steckdosen-Kombination ist zum Beispiel im Schlafzimmer und diese Schalter-Steckdosen-Kombination ist im Kinderzimmer. Das da herum ist kein Glühbirn, sondern das ist die Außenleuchte auf dem Balkon. Die Balkonleuchte. Heißt, funktionieren soll das jetzt so. Erstens sollte man abwechselnd schalten können. Hier Licht ein, hier Licht aus. Umgekehrt das gleiche. Und egal von welchem Schalter eingeschaltet wird, sollen an beiden Schaltern die Kontrolllämpchen, Glimmlampen leuchten. Schauen wir mal. Los muss krachen. Licht aus. Beide Schaltstellungen, beide Wippen, Schaltstellung oben gedrückt, oben drin. Jetzt schalten wir im Schlafzimmer ein. Balkonleuchte leuchtet, Glimmlampe 1 leuchtet und Glimmlampe 2 leuchtet. Jetzt schalten wir aber, weil wir da ernt wieder eingegangen, schalten wir im Kinderzimmer aus. Beide Glimmlampen sind aus. Die Außenleuchte ist aus. Steckdosen funktionieren trotzdem. Und wie ich das bei meinen Schaltungen sowieso auch bei der normalen Wechselschaltleitung immer so gern habe, immer wenn links und rechts gleiche Schaltstellung ist, ist aus. Nur wenn entgegengesetzte Schaltstellungen sind, ist der Verbraucher eingeschaltet oder in dem Fall die Lampe eingeschaltet. Nochmal, man schaltet da ein, beide Glimmlampen leuchten. Und wenn man da ausschaltet, haben beide Glimmlampen aus. Eins muss ich noch ergänzen, das ist jetzt das Busch-Jäger. Schalterprogramm, Balance 914 ist da der Farbton, da gibt es so schön wunderbar diese Wippe mit Sichtfenster, einmal mit einem weißen Sichtfenster und einmal mit einem roten Sichtfenster. Das Rot gefällt natürlich nicht einem jeden, hat den Charakter vom Heizungsnotschalter. Viele Leute machen sie so, im Kinderzimmer mengst das Rote, weil das einfach besser aussticht. Im Schlafzimmer möchtest du das da nicht gern. Also das kann man wählen. Im Normalfall, wenn sowas installiert wird, hat man in einer modernen, heutigen Installation nicht mehr den Schalter mit der Steckdose kombiniert. Die Steckdose wäre dann 30 cm über dem Boden, 35 cm über dem Boden.
Und der Schalter war alles Single-Variante oder Solo-Variante einzeln. Erstens geht es darum, bezüglich Absicherung, Steckdosenstromkreis 16 Ampere, Lichtstromkreis 10 Ampere. Wobei ich da sagen muss, dass das ja nicht so ganz stimmt. In der VDE 0100 510 steht unter Auswahl und Errichtung elektrische Betriebsmittel, unter dem, ich habe mir da natürlich einen Spicker geschrieben, unter dem Absatz 512.1.2 Strom. Es heißt, bei der Auswahl der Betriebsmittel ist der Betriebsstrom zu berücksichtigen, der unter Normalbedingungen als normal oder im Normalbetrieb zu sehen ist. Bei der Betriebsmittel muss berücksichtigt werden, dass die Betriebsmittel den Betriebsstrom, der unter selbst anormalen Umständen herrscht, aufnehmen kann und gegebenenfalls durch die Abschaltkennlinien der Sicherheitsorgane aufgenommen werden kann. Das ist jetzt nicht 1000%ig wortgetreu, aber im Prinzip läuft schon auf das aussehen. Grundsätzlich ist das Gesetz jetzt natürlich für die ganzen Gescheithaufen. Das stimmt schon, das ist schon in Ordnung. Aber es ist jetzt, wir nehmen ja von der Praxis. Glaubt ihr es wirklich, dass zwischen einem 10 Ampere und ein 16 Ampere Leitungsschutzschalter, weil nicht von nichts anderem reden wir ja, von einem Leitungsschutzschalter. Und dieser Leitungsschutzschalter hat eine einzige Funktion, die Leitung vor Überlast und Kurzschluss zu schützen. Beim Kurzschluss geht es um Ströme im Kiloampere-Bereich. Da löst die Auslösecharakteristik von der 10 Ampere Sicherung und von der 16 Ampere Sicherung, selbst von den alten GL-Schmelzsicherungen, im Millisekundenbereich nahezu bei allen identisch aus. Das nächste heißt ja, weil der Schalter nur 10 Ampere, nur 10 Ampere kann, sicher, die Schaltleistung kann nur 10 Ampere. 10 Ampere, bei Wechselstrom haben wir bei 2,3 kW. Sucht's mir einmal in Deutschland, ich sage jetzt nur in Deutschland, eine Lampe in einem Kinderzimmer, in einem Schlafzimmer, in einem Wohnzimmer, die mehr wie 2,3 kW Leistung aufnimmt. Wenn, jetzt können wir dann wieder, ja, da gibt's ja, selbstverständlich, aber da muss ja sowieso irgendwas gemacht werden, da muss ja ein extra Stromkreis her, da muss irgendwas extra abgesichert werden. Und noch dazu, wenn es dann heißt, ja, es gibt aber eine Lampe, die hat 3 kW oder irgendwas, ja, die darf ich aber dann auch als Lichtstromkreis nur mit 10 Ampere absichern, oder wie dort das dann handeln? Also, die ganze Geschichte, die kennen wir schon, und das ist nicht Vorschrift und das ist nicht Vorschrift. Lasst es einfach stecken, es ist kein Lehrvideo, es ist mir nur darum gegangen, zu zeigen, dass diese Funktion gibt, weil viele meiner lieben und geschätzten Kollegen das nicht einmal wissen. Lasst es krachen, bis zum nächsten Mal.